Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Stable. Ja, ich werde jetzt erstmal meine täglichen Aufgaben hier machen, indem ich mich um mein Pferd kümmere und so weiter. Das, ja, denke ich mal, werde ich ein bisschen im Schnelldurchlauf machen oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe übrigens mittlerweile herausgefunden, wie man das Ganze hier abschaltet und sogar, wie man auf die Schnelle einen Screenshot macht. Danke nochmal für die ganzen Kommentare. Ich habe es endlich, ja, hinbekommen. Und das wird dann also in Zukunft etwas schneller laufen bei mir. Ich habe übrigens mal ein bisschen geschaut. Das wollte ich noch eben loswerden. Ich habe zwei absolute Lieblingspferde im Moment. Und zwar ist das Tinker Horse und Shire. Wenn einer von euch irgendwie weiß, wie ich an diese Tiere komme, dann bitte, bitte erklärt es mir. Weil ich habe absolut keine Ahnung. Also ich denke mal, man muss zu irgendeinem speziellen Ort gehen, um dahin zu kommen, also um an die beiden Pferderassen zu kommen, aber ich weiß es nicht. Achso, ich muss auch wieder Heu kaufen. Oh, das ist so süß, wenn ihre Augen zumachen. So, ich glaube, genau, die tägliche Pflege ist jetzt abgeschlossen und wir haben immer noch einen gelben Smiley, aber einen richtig schönen Smiley mittlerweile. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Ich hoffe, ich backe jetzt hier nicht drin. Ja, natürlich geht die da nicht dran vorbei. So, machen wir nochmal eben schnell den Eimer wieder voll. Geht, glaube ich, geht das nur bis 12? Ne, es geht nur bis 12, okay. Gut, dann werde ich mein Pferdchen mal eben hier draußen stehen lassen. Und werde hier nochmal die täglichen Aufgaben machen. Warst du schon in den coolen Geschäften schauen? Was? Noch nicht? Du musst unbedingt dorthin gehen und die tollen Sachen anschauen. Ja, meinst du? Sieh dir das Ausrüstungsgeschäft, das Kleidungsgeschäft und den Stars Shop an. Dort findest du die beste Reitkleidung mit Ausrüstung. Du musst allerdings einen ziemlich guten Ruf bei den Moorland-Stellen haben, um im Stars Shop einkaufen zu können. Okay. Ja. Machen wir. Ich wollte aber eigentlich den Stall machen, aber ich glaube, das war auch nicht da, sondern das war hier an dem Ding, ne? Genau, Pferde füttern, Pferde tränken. Das machen wir jetzt nochmal eben. Das nehmen wir an. Und ja, wenn ich ehrlich bin, ich brauche das eigentlich gar nicht. Oh, das ist aber auch ein ganz tolles Pferd hier. Darf man dich streicheln? Dich kann man nicht streicheln, schade. Das ist aber wirklich ein ganz, ganz tolles Pferd. Oh, das ist so die Art, wo ich mich drin verliebt habe. So ein Pferd will ich unbedingt haben. Aber ich weiß nicht, woher ich es bekomme. Ich meine, ich mag meine süße Sunny Princess natürlich. Aber, ja, ich habe mich schon immer in diese Pferde verliebt. So, jetzt noch schnell füttern. Das machen wir auch. Dadurch kriegen wir natürlich ein bisschen Geld. Ja, beim Laufen zumindest komme ich mit der Steuerung jetzt, finde ich, ein wenig besser klar mittlerweile. So. Oh, ja, sagte sie und lief natürlich direkt in die Wand rein. Das war so klar. Da muss ich füttern. Soll ja eigentlich nicht hinterm Pferd stehen. Aber ich glaube, hier können wir mal eine Ausnahme machen. Oh, man sollte auch nicht durch das Pferd durchlaufen. Davon mal abgesehen. So. Da rechts steht eins, das aussieht wie meins. Hui. Ist ein bisschen blöd, dass man um den rumlaufen muss, damit man da drankommt. So, dann schnappe ich mir noch schnell die Schaufel und mache noch den Rest. Ach, ich muss gar nicht um den rumlaufen. Ich kann da durchlaufen, habe ich gerade gesehen. Ja, toll. Es geht doch alles viel zügiger, finde ich. Also, ich bin nicht mehr der totale Noob, würde ich jetzt mal glatt behaupten. Es geht alles viel besser. So, die lief jetzt auch schon rückwärts. Ich glaube, die ist jetzt auch noch nicht so noch nicht so lange dabei. Behaupte ich jetzt mal einfach.
So, dann haben wir das alles erledigt. Und dann setzen wir mal direkt auf. Ja, eigentlich wollte ich rechts rum, aber wenn du rechts rum nicht gehen kannst, dann ist okay. Mit ihr muss ich reden, ne? Hallo, stopp doch mal. Na los. So, ich habe die Pferde getränkt. Ich habe sie gefüttert und ich habe ausgemistet. Und nein, ich möchte hier nicht übernachten. So, was ich allerdings noch machen muss, ich will es nicht, aber ich muss, ist auf jeden Fall noch Heu kaufen. Ich glaube, das war mit hier links drin, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, das kaufen wir jetzt erstmal. Das nehmen wir jetzt aber von unseren gut verdienten, ich weiß gar nicht, wie teuer diesen Moment. Ja, Sekunde. Ach so, 50. Okay, 50 Schilling. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich jetzt heute verdient habe, ehrlich gesagt. Zwei Sterne hören sich jetzt natürlich eigentlich weniger an, aber wenn wir natürlich jeden Tag zwei Sterne ausgeben, ist das ein bisschen blöd. Und die Sterne kann man, soweit ich weiß, so nicht verdienen, außer durchs Leveln kann man sie halt noch bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, das wäre dann halt ein bisschen blöd. Das sind normale Äpfel. Das sind Mandarinen. Okay, gut, die brauche ich jetzt erstmal so nicht. So, dann kann ich da hinten, glaube ich, noch mit jemandem reden. Wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Oder kann ich nur noch mit ihr reden? Sie hat doch eigentlich nur gesagt, dass ich irgendwo hin soll, oder? Ja, besuche die drei Geschäfte. Okay. Übrigens eine Frage. Wenn man die Karte öffnet. Oh, jetzt ist sie sogar noch kleiner. Also bei meiner Tochter war sie eben gerade noch größer. Aber ich kann sie jetzt auch so nicht vergrößern. Das ist schlecht. Oh, nee, jetzt habe ich mir Ziel gemacht. Das wollte ich nicht. Weiß irgendjemand zufälligerweise, nein, ich wollte jetzt nicht laufen, weiß irgendjemand zufälligerweise, ob man das hier vergrößern kann, also reinzoomen kann, weil so ist es sehr unübersichtlich. Man sieht nicht allzu viel. Ich sehe jetzt gerade noch so, wo hier diese Ausrufezeichen sind und so, aber ich sehe halt zum Beispiel niemand anderen, meine Freunde sehe ich nicht und so weiter. Das ist ein bisschen komisch. Also wenn da einer was weiß, bitte in die Kommentare schreiben. Weil das nervt doch ganz schön. Und ich denke mal, dass es auch anders geht. So. Jetzt muss ich mal eben schauen. Bei dem hier soll ich, glaube ich, hin, ne? So, Star Shop besucht. Ja, ich muss mir ja nichts kaufen. Boah, das ist sowieso mega teuer hier. Aber wir waren ja eh schon mal hier. So, es geht ja nur darum, dass ich die mal besuche. So, dann haben wir hier auch schon mal besucht. Oh, ja, guck nicht so. Ach so, da hinten. Ja, du darfst auch gerne stehen bleiben. Nein, stehen bleiben, nicht rückwärts gehen. So, Zeit einkaufen zu gehen. Ausrüstungsgeschäft besucht. Sehr schön. Jetzt stehen wir hier ein bisschen blöd. Hallo? Kann ich hier? Ach so, ich muss raus erstmal. Okay. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück zu unserer Questgeberin. Wir gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wolverines Team, das hört sich auch gut an. So. Das war super, oder? Arbeite weiter an deinen Ruf in Moorland und schon bald wirst du gute Kleidung und Ausrüstung kaufen können. Vergiss nicht, dass es auch noch eine ganze Menge anderer Geschäfte in Silver Glade, Fort Pinter und Jorvik City gibt. Jorvik City soll aber sehr teuer sein, glaube ich. Aber es könnte eine Weile dauern, bis du zu diesen Orten kommst. Ja, das will ich nicht hoffen, weil ich natürlich versuchen werde, mehr oder weniger so schnell wie möglich überall hinzukommen. Öffne deinen Charakterbogen. Ja, das kann ich machen. Warum ist der des Pferdes immer dahinter? Das ist ein bisschen blöd. So, Ruf. Die Bewahrer Aedins ist eine mysteriöse Gruppe von Druiden, über die nicht viel bekannt ist. Ach, Moment. Ah, Druiden. Ja, da müssen wir noch hin, genau. Wir müssen doch noch unsere Hufeisen abholen. Ich glaube, das war doch der Druide, oder?
wenn ich mich richtig erinnern kann. Oh, die hat ja eine geile Hose an. So, schauen wir mal eben nach. Wir müssen auch nochmal versuchen, ob wir uns verbessern können vom von der Geschwindigkeit her. Ich meine, eigentlich hat mein Schätzchen, also die Sunny Princess, ja jetzt bessere Laune. Normalerweise müsste sie dann auch dementsprechend... Aber er hat noch kein Ausrufezeichen dran. Ich wollte aber gerne meine Hufeisen haben. Hallo? Meine Hufeisen. Das ist aber jetzt blöd. Wie lange dauert das denn, bis man hier die Hufeisen abholen kann? Okay, dann schauen wir erstmal auf der Karte nach. Geradeaus, schräg links. Da ist noch ein Ausrufezeichen. Da würde ich sagen, dass wir mal da erstmal hinreiten. Ach, ich glaube, das ist die Strecke, oder? Zum Laufen. Das sieht nämlich fast so aus. Ja. So, dann klicken wir sie nochmal an. Kehre zur Moorlandstrecke zurück. Du bist also hier, um es noch einmal zu versuchen. Dann mal los. Ja, machen wir gerne. Lauf, lauf. Oh, ist das ätzend, bis sie erstmal angelaufen ist. Aber ich denke mal nicht, dass wir schneller sein werden. Also es sei denn wirklich, dass das Pferd schneller geworden ist, dadurch, dass sie jetzt bessere Laune hat. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Boah, die sind alle schon so schnell. Die ziehen ja mir vorbei. Gut, jetzt muss man auch dazu sagen, es kommt natürlich auch aufs Pferd an, so wie ich das verstanden habe. Welches Pferd das ist, wie schnell das Pferd grundsätzlich ist und natürlich, ob es gute Laune hat. An der Laune arbeiten wir ja noch jeden Tag. Ja, komm, komm, komm. Oh, ich habe noch eine Bestleistung geschafft. Oh, ich glaube, ich bin 3 Sekunden schneller als beim letzten Mal. Wow. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal zu ihr, weil sie hat ja eigentlich noch eine Aufgabe auch für uns. So, nehmen wir... Gut gemacht, Susanne. Dankeschön. Kriege ich dafür nichts? Doch, Moment, hier steht's doch.